Herzlich willkommen hier ist bei heute eine Folge hier auf dem Marsch, Vision 2.1. Wir werden gleich unsere Fahrer wieder einstellen und gleich wieder Gäres verkaufen. Ich habe schon mal eingekauft beim globalen Markt, Stroh, Gerste, Weizen, Packschütze. Deswegen um den Minus. Und wir werden jetzt was verkaufen, dann wieder Geld gehen. So, wir werden hier Schweine verkaufen. Beziehungsweise liefern zum Schlachter und dann Fleisch verkaufen. So, kommen wir zu Geld. Ich kann natürlich auch noch Milchprodukte verkaufen. Also heute haben wir viel um Verkaufen zu tun. Gucken wir gleich, ob hier noch entsprechender Platz ist für Pellets. Ja, Stroh ist noch drin. Ich werde mal umstellen auf Heu. Beziehungsweise, ich werde mal Hackschnitzel einfahren. Lenkrad. Kurz mal einen ausschalten. Stecker aus, Stecker ein. Dauert für gewöhnlich ein paar Sekündchen. Genau, hat's gemacht. So, dann werden wir ganz kurz ja mal Lichter machen, ne? Richtung Papierfabrik fahren. So, hier irgendwo muss ein Kurs sein. Mal gleich mal ausschalten, also draußen gehen. Muss ich mal schauen, wir kommen gleich mal oben. Das heißt, hier werden wir ganz kurz das einfahren. Denn da ist so viel Stroh drin, das muss mal verarbeitet werden. So. Genau. Wir kommen nämlich genau hier lang und wollen jetzt hier rechts fahren. Das heißt, den Blau wollte ich nicht nehmen. Da bin ich rückwärts gefahren. Nein. Ja. Ungünstig, obwohl die aber nicht haben, ne? Das heißt, wir fahren mal zurück und löschen den wieder. Die blauen Punkte jedenfalls. Den nicht. Vorne. Gut. Jetzt aber neuer Versuch. Gut. So klappt's. Mal ganz kurz ein bisschen den Blickding ändern. Wir wollen hier da eine Halle rein. Und dort ist ja der Abladepunkt für Hackschnitzel. Und das muss man mal hinkriegen, ne? So, hier ungefähr. So. Abladen. So. Ja, auf Papier. Das weiß ich gar nicht wo, ne? Ja. Von mir geht doch Papier. Ja. Papier. Ah. Na geht nicht, kann man wieder. Na, wir machen einen Punkt. Fertig. Stellen.
Jetzt muss ich wieder einen Punkt haben, wo wir im Prinzip wieder so auf den Kurs kommen, ne? Und zwar so. Ohne dass wir jetzt den Kurs kreuzen. Also wir müssen ja im Prinzip hier die Richtung auffahren, ne? Normalerweise auf den Kurs rauf, aber da geht er wieder zurück. Das will ich ja nicht, will er hier auf den Hauptkurs zurück. Der Kurs ist ja nicht angeflossen. Oh doch. na gut. Ja, lassen wir so. Denk mal, das geht auch so. Ist ja dieselbe Richtung, von daher ist nicht mehr so tragisch. So. So, wir laden Strohheckschosse, richtig, abladen. Abladen. So. Nicht Stroh, Hackschnitzel. Da, das wird da oben sein. Und Gas geben. Der erste, der fährt, also der neuen Kurs ist, ne, auf neuen Kurs. So. Und jetzt werden wir mal ganz kurz den nächsten nehmen. Genau. Unser Gehirn ist von einer BGH. Wie viel da noch ist, hat keine Ahnung. Ich bin noch voll. Und solange der voll ist, Wasser. Wasser brauchen wir immer nicht. Das dürfte auch voll sein. Ist voll. Den fahren wir jetzt zum Hof zurück. Jetzt haben wir Brauerei voll Wasser und wir haben die Malzfabrik, glaube ich, nicht. Aber gut, ist mir egal. Ich brauche den Traktor für Düngeraufgaben. Ja, da steht nur an. Es wird langsam hell, unsere Fahrzeuge fahren, also meine, und beliefern jetzt die einzelnen Dinger mit entsprechenden Waren. Also Milch zur Molkerei, zur Produktion da, für Joghurt und so Zeug, Hackschnitzel für jetzt Papier, wird dann gleich 6-mal fahren vielleicht, dann ist er fertig, und Weizen zur auch zur Brauerei. Später einmal umschneiden aufs Gerste. Und wir werden jetzt mal gleich uns fertig machen zum Düngen der einzelnen Felder. Nee, nur nicht bremsen, Gas geben. Die Anhänger werden wir gleich mal in der Halle fahren. Und zwar da, wo Dünger steht. Und dann nehmen wir ein Düngerfahrzeug und da werden wir den umrüsten auf schmale Reifen, auf Pflegebereifung. Dann haben wir noch weitere zwei Traktoren da, das geht schon. Das ist kein Platz. Dann kommt der hier vorne hin. Hier ist die Dinger von der. Hier so, ne? Ich werde mal in Thüringen versuchen, mit dem Besen die Balken zu entfernen. Und ich hoffe, dass bald das Sägewerk fertig ist. Dann werde ich das Sägewerk dafür kaufen. Da habe ich den Verdacht, dass da entsprechend Probleme kommen. Performance-technisch. Ja. Und wenn es so ist, dann werden wir es merken. Und wenn es nicht so ist, dann können wir es aufschließen. Aber erstmal muss das Holz raus und entsprechend verkauft werden. Oder ich mache einfach so und möchte damit und gut ist. Mal sehen, wie ich das im Monat habe. So. Das ist wieder so ein Problem. Oh, gut geht. Das ist vermutlich mal ganz stark. Kommt von Autodrive mit Kombination globaler Markt. Und vielleicht auch die anderen Fahrstellen, wo im Prinzip nee.
Pro Prinzip. Weil er greift ja darauf zu, ne? Auf den Punkt, wo er beladen tut, ne? Und da denke ich mal, wird irgendwie Probleme geben. So, ach, unsere Milch. Viel Milch haben wir ja nicht, aber wir haben doch 20.000 oder so. Kühe müssen auch noch mal woanders hin. Also umgestaltet werden. Wir haben viel Arbeit. Erstmal machen wir Dünger fertig. Dünger. Für die Ecke machen wir die kleinen. Und die großen machen weiter weg. Neue Felder habe ich auch. Es muss, beziehungsweise es kann und Kalk. Werden da Kalk eingemacht. Dann nehmen wir den großen, was soll's. Ist ja egal. Ja. Und dann gucken wir gleich auf Feld Nummer 1. Die Düngerstufen, also Wachstum ist gut, also 1 muss gedüngt werden, ja, die 15, die 2, die 21, die 19 nicht. Können auch hier oben anfangen und dann, ja, mal sehen, fangen wir es an, ja, 1 hin. Zu 1. Langsam hell, ne? Geht ja. So, da sind wir. Hier haben wir im Prinzip. Das brauchen wir nicht. In dem Kursplay. Und zwar Kursgenerierung. Vorgang Nummer 2. Und einstellen. Tschüss. Mach schön fleißig. So, gleich den nächsten Traktor nehmen. Wir haben ja 3. Aber 4 Düngerstreuer. Gut, 3. Der eine ist ja mit Dings drin. Dann nehmen wir den nächsten groß. Der große geht zur Richtung 25, dann gehen wir da die Felder hoch, 24 und ja, plus 34, 44. Dann haben wir voll zu tun. Den machen wir vorher voll. Das heißt, wir müssen hier beim den LKW wegnehmen hier. Dann müssen wir den aber entsprechend hier vorne irgendwo reinstellen. Ja. Hier geradeaus, das geht. Darf keiner hier im Weg stehen. Wie eine Outright-Fahrzeuge. Wenn das nicht fertig ist, nachher, da geht was los. Schweine zum Dings da hier, zum Schlachter zum Beispiel. Das könnte knapp sein. Schauen wir mal das Beste, dass das Beste klappt, ne? Dieser ein Fahrzeug hier irgendwo entweder vorne hinten blockiert wird. Macht der ersten Tester. Wir mal aufmachen, Deckel hier. Dünger ist da, passt. Dann müssen wir die Aussaat noch machen. Die Aussaat ist, glaube ich, ein bisschen kalt noch, aber wir schauen mal. Ich hatte ja vor gehabt, oder habe noch vor, Haxen zu machen auf Feld Nummer 14. Das hatte ich schon mal wieder vergessen gehabt, aber das werde ich mal Angriff nehmen. Haxen müsste, glaube ich, Pappeln sein. So, wir fahren auf Feld Nummer 20. Ich habe ja Eye-Tracking ausgemacht.
aus technischen Gründen. Ich würde mal was probieren, ob die Warnings von der Maus wieder kommen. Oder ob das was anders zusammensteht, hängt. Wir fahren am Richtung Feld Nummer 25. Müssen wir Gas geben. Die Zeit vergeht ja irgendwie verrückt heute. Rast ja heute wieder mal, oder? Das Risiko. Ich habe ja so viele Autofahrer unterwegs. 1, 2, 3. Ich glaube 4 oder 5. Es gibt hier nun ein neues Lenkrad von Logitech. Aber das merkt zu teuer und vor allen Dingen. Es hat keine Verbesserung in dem Sinne. Mehr brauche ich erstmal nicht. Kommt man nicht in Frage. Du steht ja hier, das war ein Feld Nummer 14, mein Mais. Pflanzenfasern im Dings da hier. Zerren die so die. Na gut. Anderes Spiel, anderes Thema. Da mache ich übrigens auch jeden Freitag um 8:45 ein Livestream. Wer da mal reinschauen möchte, ist gerne gesehen, ne? Dürft da mal gucken. Aber ist kein Muss. So. Plus Generierung. 25. Ich muss mal beigehen und mal das schön speichern. Aber gut. So, einen Traktor habe ich noch, aber wir machen jetzt einen Flieger zum Hof. Was höre ich? Ja, dann ist der 15 und 2 und dann die. Und dann auch 17 und. Oh je. Naja, gut. Da muss auch noch gedüngt werden. Wir haben zu tun. Wir besuchen mal die Kühe. Mal gucken. Müsste normalerweise das eher nicht gehen hier für Lenkrad, für tanken, also für Wasser. Ja. Kommt nur ein anderes Symbol. Gut, dann darf ich vorher nicht machen, also mit der muss auch warten. So. Also ich könnte jetzt im globalen Markt nichts kaufen. Gut, ich habe eh kein Geld. Das war so wenig. Ein wenig im Minus, aber so. Aber wir haben ja die Produktion voll. Wir könnten sofort Bier verkaufen. Wir könnten sofort Fleisch verkaufen. Ja, zum Beispiel, ne? Zwei Sachen. Milchprodukte etliche, ne? Wir fahren ja noch 17, 18. Machen wir voll. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ging ja schnell. Folge Nummer. Ich weiß nicht, genau. Dann sagen wir Tschüss und Ciao. Jo, schönen Dank fürs Reinschauen. Bis morgen. Morgen geht's weiter hier auf der Marsch. Tschüss.